So, wir befinden uns in Kains Mausoleum. Erstmal gehen wir in die normale Welt. Ja, da ist ein Bild von Cain. Das findet man zum Beispiel sogar... Ich meine, es ist genau das, was man auch im Tomb Raider Legend im Croft Manor, ich glaube, das heißt Croft Manor, findet. Weil das Legend ja das erste Spiel von Crystal Dynamics war im Tomb Raider Dings. Vorher hat ja Core Design. Und die haben eine Menge Legacy of Cain Easter Eggs eingebaut. Das weiß ich. Allein schon, dass es einen Cheat oder sowas gibt, um den Weaver als Waffe dort zu haben. Reicht schon. Aber das Bild müsste da auch sein, ziemlich sicher, dass es das ist. Ich habe, glaube ich, mal auf YouTube ein Video, was alles auflistet. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich finde es zumindest nicht wieder. Falls es zufällig jemand danach sucht und es findet, kann er mir gerne den Link schicken. Weil mich das nochmal interessieren würde. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ich finde das auch nicht, egal wie ich danach suche. Also, falls es jemand weiß und gefunden hat oder so, kann es gerne mir schicken. Wäre sehr dankbar. Kamera is a bitch. So, jetzt komme ich dahin, wo ich hin wollte. Erstmal schieben wir das runter. Das wollte ich nicht mal. Ach, das kann ich jederzeit machen? Oder hatte ich gerade... Nee, ich hatte gerade nicht voll. Meine ich nicht. Ist das voll? Hm, egal. Passt schon. Kann ich so hochspringen? Nee. Brauche ich eine Anhöhe noch. Das ist zu weit. So, dürfte es gehen. Hoffentlich. Ja. Aziel, hoch da. Ich weiß nicht, ob das Spiel sogar mit Tastatur besser wäre, aber egal. Ja. So. Da ist schon mal das für den Lichtweaver. Ne, das Portal, und dann geht's zum Lichtweaver-Zeug da. Aha. Moment, wie habe ich ihn das letzte Mal aktiviert? Was mit meinen Telekinese-Kräften, aber was? Moment, da kann ich hochklettern. Tue ich das doch mal. Ich weiß zwar nicht, wo es da hingeht, aber... Ach so.
einfach nehmen. Geschliffene Kugel und dann die geschliffene Kugel dahin. So. Nee. Ist doch nicht mal alles, was ich brauche, oder was? Schauen wir mal, was haben wir denn hier oben noch? Ich weiß es nicht mehr. Ah. So. So, jetzt können wir also durch das Portal und den Lichtweaver gleich bekommen. Erneut verspürte ich dieses seltsame Gefühl der Distanz. Als würde ich den Untergang der Vampire noch einmal durchleben. Doch diese Kammer war anders als die erste. Nach seiner Niederlage rächte sich der Feind mit einem grausamen Fluch. Er belegte die Vampire mit einem Blutdurst, der die einst edlen Vampire zu blutrünstigen Bestien verkommen ließ. Dieser Fluch ließ die Vampire verzweifeln und trieb viele von ihnen in den Wahnsinn und den Freitod. Was hat sie so sehr erschüttert, dass sie sich in Scharen selbst richteten? Man weiß es nicht. Man wird es erst später erfahren. Wahrscheinlich. Denke ich, hoffe ich, speichere ich. Und Max. Also ich würde mal fast sagen, dass das ziemlich ähnlich aufgebaut ist wie das andere. Heißt, hier unten gibt es bestimmt einen Raum, wo ich wechseln kann. Oh, erstmal nehmen wir das. Oh, es ist diesmal direkt in der... Da ist es! So. Ich hatte es geschafft. Die Macht des Lichtes durchströmte den Reaver. Ich wusste, was nun zu tun war. Ich musste an den Säulen Ariel finden. Vielleicht konnte sie mir helfen. So, jetzt muss ich den bestimmt erstmal bekämpfen. Autsch. Moment, wenn Raziel auch zu den Säulen. Verdammt! Todeswirbel. Schauen wir uns den mal kurz an. Todeswirbel. Achso, in der Luft. Autsch. Hier irgendwie was für Seelen? Nee. Stirb. Geh endlich drauf. Verdammt! Geh doch! Endlich! Aua! Stampfen fand ich jetzt nicht so toll. Dreck! Ja, gleich bin ich in der anderen Ebene wieder. Ach, ich sterbe sofort.
Okay. Moment, habe ich jetzt den Licht? Ja. Ich muss trotzdem da noch was machen. Das ändert ja nichts. War interessant, dass ich hier direkt verschwinde. Und nicht wie... Vielleicht muss ich auch mit dem Schattenweaver? Ich weiß es nicht. Lass mich doch in Ruhe. Aua. Mann. Dieses Ding geht mir auf die Nerven. Moment, ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Das war meine Vermutung. Damit kann ich also nichts machen. Nö. Wo ist es denn? Ja, schlag zu. Ja. Ich frag mich, wie viel der aushält. Ah, da hat er schon mal eindeutig Schaden bekommen. Also einiges. Ja. Geh weg da. Oh, das war nicht gut. Ja. Mann, oh Mann. Das hat einiges gekostet. Aber da ist was zum Aufladen. Was hier, ja. Perfekt. Puh. Aber gibt's hier nicht auch irgendwie sowas wie vorhin beim Schattendings? Dass ich irgendwas mit Licht... Also zumindest sehe ich nichts. Durch welchen Gang muss ich jetzt nochmal? Genius. Hier komme ich ja wieder. Muss ich das? Ach so. Ich bin noch nicht mehr da, wo ich. Jetzt bin ich da runtergefallen. Fail. Nochmal hochklettern. Dum, 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 dum. So. Ich dachte, ich wäre da, wo ich eben schon war. So. Die Richtung ist also. Sehr wahrscheinlich. Da. Das war Nummer 1. Fehlt Nummer 2. Müsste ja auch hier irgendwo sein, da. So. Und da jetzt durch. Und ich muss ja irgendwie jetzt wieder in die andere Ebene. Ah, da hinten. Da. Und... Bestimmt werde ich eh gleich wieder angegriffen.
Nicht? Oh. Gut. Und zurück. Endlich konnte ich den Friedhof verlassen. Ich musste nur noch das Tor finden, das mich hier wegbringen würde. Ja, das kennen wir ja schon, das Tor. Da war ich ja schon. Gegner. Noch mehr? Na los. Geht einfach sterben. Wow. Das waren sie? Nee, der lebt noch. Da. Jetzt. So. Ungefähr weiß ich sogar noch, wo das ist. Erstmal dadurch. Ich glaube, wir ziehen hier lang. Auf jeden Fall. Hier geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin MK, Indiana Jones.